Wir starten das Track by Track erstmal mit so ein paar Basic Facts, mit so ein paar ganz, ganz grundlegenden Infos. Irgendwie, wie kam es zum Albumtitel? Gibt es musikalisch irgendwie was Besonderes oder irgendwie vom Artwork hat sich was verändert? Also ganz, ganz viele Dinge kann ich euch da erzählen. Ich mache mir immer die Riesenplatte, mache mir immer den Riesenkopf und in all den Dingen steckt ganz, ganz viel Liebe und stecken ganz viele Gedanken. Es gibt zum einen erstmal ein neues musikalisches Zuhause für mich. Ich habe die Plattenfirma gewechselt, das habt ihr auch schon mitbekommen. Das Album erscheint bei Universal Music und da freue ich mich erstmal riesig drauf, auf alles, was da auf uns zukommt. Sie heißt Wenn ich groß bin, könnt ihr da auch nochmal lesen. Und mit dem Albumtitel verbinde ich irgendwie eine ganze Menge. Es ist so, jedes Album, was ich mache, ist irgendwie auch so eine gewisse eigene Reise ins Kinderzimmer, in die eigene Vergangenheit, in Kindheitserinnerungen. Und ja, wenn ich mich erinnere, war auf jeden Fall immer die Musik da. Das habe ich, glaube ich, von Mama und Papa mitbekommen. Dicke Küsse für euch. Und ja, das Medium meiner Kindheit, ich habe früher halt so Musik gehört, ist halt genau dieses wunderbare Ding. Ich bin ein Kassettenkind, wie glaube ich ganz, ganz viele Erwachsene, ganz viele Mamas und Papas, und habe rauf und runter Kassetten gehört. Und das war irgendwie die Form, wie ich Musik wahrgenommen habe, wie ich sie gehört habe und wie ich sie ganz, ganz feste lieben gelernt habe. Und ja, habe dann immer davon geträumt, wenn ich mal groß bin, eigene Musik zu machen. Und das darf ich machen und ich darf sie mit euch teilen. Und das verbinde ich mit dem Titel und verbinde ich mit diesen wunderbaren Kassetten, die ihr überall irgendwie im Artwork, die ihr überall in der Bildsprache, glaube ich, wiederfinden werdet. Und da haben wir noch so ein, zwei andere ganz coole Ideen gehabt. Zusammen mit Silke und Micha haben wir eine richtig coole Idee für, glaube ich, das alleraufwendigste Artwork, was wir jemals gemacht haben beim Album, entwickelt und haben Miniaturwelten gebaut aus ganz verrückten Sachen. Wenn ihr das Booklet hinterher aufschlagt, dann werdet ihr ganz, ganz lustige Fotos finden und haben mich in diese Miniaturwelten, die wir vorher gebaut haben, rein fotografiert. Und das ist echt, es ist richtig, richtig toll geworden und kann es euch nur ans Herz legen, da ein bisschen Zeit zu verbringen und auf jeden Fall auch das Booklet zu wälzen. Das Allerwichtigste ist und bleibt natürlich aber die Musik von diesem Album, und ich bin so dankbar, dass ich die mit einem riesengroßen Herzensmenschen, mit Herrn W., a.k.a. Jonathan Walter, habe machen dürfen. Er hat an dem ganzen Album mitgeschrieben, er hat die ganze Platte produziert und zum allerersten Mal hat er sich einer riesigen Herausforderung gestellt und er hat also die komplette Scheibe halt auch gemischt und sie ist ganz, 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 ganz toll geworden. Sie klingt so unfassbar gut. Am Ende hat der großartige Zino noch ein Mega-Mastering gemacht. Ey, ich bin so stolz auf dieses Ding. 1,5 Jahre Liebe, Herzblut, Stunden, Überstunden, Nachtschichten. Irgendwie mein ganzes letztes Jahr war dieses Album. Und freue mich jetzt so sehr, das mit euch zu teilen. Und jetzt in den nächsten Schritten bekommt ihr die ganzen Infos zu den einzelnen Songs. Aber das jetzt erstmal als so großer Rundumschlag zu Titel, zur Musik, zu Artwork. Ich liebe das Ding und ich hoffe, ihr lernt es genauso lieben wie ich. Wenn ich groß bin, wenn ich irgendwann groß bin, bin ich vielleicht immer noch klein. Wenn ich groß bin.